und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Let's Show auf Crafting Planet. Und Chris direkt hier wieder beim Scheiß bauen. Was? Leugne es nicht, ist es wahr? Nein, das. So. Ja, okay. Es tut mir leid. So. Wir haben uns jetzt gerade. Wir haben gerade ein bisschen besprochen, wie wir das machen. Ja. Weil wir hatten ja das geplant mit dem Hotel. Und. Das wollten wir jetzt auch in Angriff nehmen. Ja, fangen wir schon mal an damit, oder? Ja. Gehen wir in unsere Welt und. Das Problem ist nur, ich würde auch gerne langsam mal so unser Haus und die Villa und. Na, oder wir bauen das sozusagen jetzt mal aus und. So zur Inneneinrichtung und so. Und ich richte das jetzt sozusagen ein. Ich habe auch schon mal jetzt hier die Kisten größtenteils sortiert und rausgeschmissen, was ich nicht mehr brauche. Und die können wir eigentlich auch alle wegnehmen. Na gut, hier, das kannst du mit rausnehmen. Ich habe das alles unten einsortiert, so weißt du. Und ja. Da würde ich sagen, dann gehen wir mal hoch ins obere Geschoss und setzen da ein paar. Ich sagen, ziehen da ein paar Wände rein, sag ich mal. Am besten sogar da, wo die Holz sozusagen das. Das muss mit hier rein. Ich bin gerade beim Einsortieren unten. Weil ich hab so ein bisschen. Ah ja, ich ziehe gerade Wände rein. Okay, das brauchst du eigentlich auch nicht. Kannst du mir dann sagen, wie du das findest mit der Größe des Raumes dann? Bestimmt scheiße. Nein. Ich denke mal, das geht sogar vielleicht. Weil wir die Baumstämme relativ gut gesetzt haben. Vom größten technischen her. Kohle kann ich hier noch mit rein. Oh, nicht Eisen. Dann packe ich das. Ja. So, da oben noch Erde. Ach, willst du ein Verknäpfchen? Bist du eigentlich schon die neue Strecke gefahren? Welche neue? Die dann hoch zum Dings da führen soll, zur Bergvilla und zum Schwimmbad. Vom Schwimmbad zur Bergvilla? Naja, die von der U-Bahn aus schon losgeht da. Sozusagen die am Bahnhof vorbeigeht, oder? Genau. Die bin ich jetzt sozusagen nur bis zum Bahnhof gefahren bis jetzt. Ja, aber da geht die auch nicht. Die geht dann nur vom. Die geht dann nur vom U-Bahnhof quasi bis hier in unser Garten. Ja, die Richtung bin ich auf jeden Fall schon gefahren. Achso. Oder? Bin ich? Das war relativ stressig, das zu bauen. Hier ist gleich mal ein Zombie. Achso. Ah. Ja, falsch. Aber was ich überlege, ob wir das hier wirklich open lassen sollten, weil ich finde, wir sollten hier vielleicht noch eine Wand rein. Warte, ich bin gleich da. Es kann hier eigentlich alles reinfliegen. Oh. Selbst wenn man hier das hat, aber dann sozusagen hier eine Türe. Oh, was macht denn jetzt die Lollmaske hier? Oh. Ah, ich bin hergekommen. Ja, ich hab's gemerkt. Wie sieht denn das aus? Von außen machen wir die Tür zu. Aha. Interessant. Warte mal, ich habe eine Idee. Gib mir mal bitte Steinstufen. Holzstufen. Ja. Ich habe eine Idee. Ich will mal sehen, wie das aussieht, wenn man das so macht. So. Das Problem ist halt, es kann zur Zeit. Wenn da vorne was spawnt, dann kommt das alles rein halt. Ich hätte mal wissen, wie das aussieht, sonst sollte ich mal mit Steintreppen. Mit Holztreppen versuchen. Nee. Gut, man könnte das. Nee, aber gib mir mal Steintreppen. Holztreppen. Mann. Ein bisschen Glück hier. Thank you very much. So, jetzt versuchen wir das mal so. So. Ich glaube, hier mache ich ein Schlafzimmer draus. So, ja, kannst du machen. So, falsch rum. So, Bett. Also entweder so oder ich mach's andersrum. Das wäre vielleicht passender. Ja, andersrum. Ich glaube, die Musik könnte jetzt sogar sehr ziemlich laut sein an der Stelle. Könnte wirklich sehr laut sein. So, warte. Ich weiß gar nicht, weißer Teppich macht sich am besten, oder? Wofür, ja.
Wenn man ihn benutzt, allgemein, sag ich jetzt mal. Ah. Sonst vielleicht sogar blauer Teppich, weiß ich. Nee. Ich probier einfach mal aus, wie das vielleicht wirken könnte. Ist hier so ein Weg? Obwohl es zeigt, wenn man das mal aufs Haus so beziehen würde, würde es vielleicht sogar gehen. Henning, was hältst du davon? Ich guck gleich. Weiß nicht. Ich muss das mal was. I am a little bit unsure, weil das die Treppe ist auch noch, dann noch so ein bisschen im Weg. Da müssen wir die Treppe vielleicht auch noch verändern. Falls ihr das mit den Aufstieg dann hier irgendwie so in der Mitte machen. Hier sind die Eingänge, ne? Ja. Lass hier die Treppe da vorne weg machen. Und hier hin machen, dann sieht das da vielleicht auch besser aus. Wie laut du einfach mal ins Mikro atmest. Ich atme ins Mikro? Ja. Ich weiß nicht, ob man das bei mir jetzt gehört hat, aber so in der Art. Ich würde gerne anders atmen, aber das klappt halt gerade nicht. Das Adi-Server? Nein, das Adi-Server. Er hat einfach nicht in den Chat geschrieben. Was? Adi? Ein kleines Nachttischle. Ein kleines Büchlein drin. Ist alle Büchlein drin? So. Ja, komm. Was ich auf jeden Fall brauche, ist ein Bad. Yes. Und das ist halt das Problem. Wir haben hier nur einen Hut. Sagen die Decke ist nicht doppelt. Also entweder mache ich hier komplett weißen Teppich rein als vorgegaukeltes Quarz. Ach so. Fürs Bad. Hey, kannst du mal ganz kurz gucken hier, wie du das findest hier mit der Tür? Okay, ich fand nicht, dass du. Ich komm gleich. Ich finde, das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich finde allgemein, was du machst. War ein Scherz, Junge. Ja, das sieht aus, als wäre das ein Männlein. Ja, ne? Als wäre das so ein Männlein und würde hier gerade Gewichte stellen. Chris, siehst du doch genauso, oder? Ja. Ich hab morgen so richtig Bock auf das Fach. Auf das erste Fach? Ja. Weil wir machen zum Glück keine mündliche Leistungskontrolle, Mensch. Ja, das ist wirklich schade, dass wir das nicht mehr machen. Und. Ich finde, wir brauchen davon mehr. Ja. Wir sollten mehr Disziplin haben. Ich überleg gerade hier so einen blauen Teppich. Und warum können wir das hier nicht einfach offen lassen? Ohne Tür? Ende? Was auf das? Hier? Ja, wenn da halt hier was, sag ich mal, spawnt. Hier ist. Dann spaziert es einfach mal so rein. Hier spawnt doch eh nichts. Und wenn er spaziert, dann war es rein, dann passiert doch nichts. Aber ich finde das dann offen. Ja, gut, wenn du die Einbrecher auch reinlassen willst. Einbrecher, wen denn? Wie denn? Keine Ahnung, irgendjemand, hä? Ja. Der kann man nicht reinfliegen, weil da Zäune sind. Aber okay. Und was, Uwe hat gelernt. Die Funktion des blauen Teppichs hier so, verstehe ich nicht so wirklich. Oh. Also, da ist ja so ein einfacher kleiner Teppich und dann ist hier so ein langer blauer Teppich und ich weiß nicht, so bis Hintergrund. Ich weiß nicht. Ich hab mir gedacht, vielleicht hier so als, sag ich so allgemein, als so ein Teppich hier so um den Gang gibt's. Ja, aber dann, dass er hier wenigstens hier in die Richtung weitergeht. Oh. Wir könnten auch einfach gar keinen Weg auf den Dachboden machen und dann können wir da oben ein bisschen Redstone-Verkabelung machen. Redstone-Verkabelung? Wofür denn? Keine Ahnung, für irgendwelche Dinge. Hä? Verstehe ich das nicht. Wenn Chris was nicht versteht, dann direkt. Verstehe ich nicht. Will ich nicht. Ja, nee, das ist meine Art, das ist, die... Ja. Das ist das Verhalten, wenn ich jemandem keinen Job gebe.
Discrimination, ja. Ja, es war nur übrigens wirklich. Ja, egal. Ich kann nicht so viel davon reden. Wir müssten die Treppe ja eigentlich zurücksetzen so. Noch. Ja, das könntest du ja machen, wenn du. Damit das halt zweier breiter, das mache ich jetzt auch. Ich versuche mich ja gerade an gewissen Dingen. Okay. Okay. Oh nee. So. Na, gibt doch noch ein paar. Ja, paar Stellen, die man. Ah! Du dein grandioses Zeitgefühl, sagt das dir jetzt gerade, dass die Folge bald beendet werden müsste oder nicht? Ja, doch, eigentlich schon. Pass auf, am Ende ist es so eine 12-Minuten-Folge. Ja, gut, dafür ist aber die letzte ein bisschen länger gewesen. Ja. Hallo? Gut. Also, bin ich hoch? Ach, scheiße, das geht nicht. Ja, dann muss ich das hier wegmachen. Uha. Ja, ist ein bisschen unpassend, oder? Nicht den heller HD hier. Ja, das kann man nochmal schnell jetzt hier betrachten. Was macht man da? Warte mal, geh weiter weg. Ich baue das mal schnell noch. So. Passt so. Na gut, können wir ja mal in der nächsten Folge gucken, wie wir das mit dem Bart machen da drüben. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Auch gerne ein Abo. Ja, das kommt in der nächsten Folge. Was? Oh, vielleicht, wenn du es nicht vergisst. Was? Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, okay, dann tschüss, ne?